Görlitz, die beschauliche Altstadt. Im August 2010 ahnen die Menschen noch nichts von der bevorstehenden Katastrophe. Dann aber beginnt es zu regnen, tagelang, und es hört einfach nicht auf. Die Flüsse steigen an, auch die Neiße in Görlitz. Ich wohne seit 20 Jahren in Görlitz, ich habe so noch nicht erlebt. Jetzt müssen die Menschen vor sich selber geschützt werden. Verlassen Sie das Neiße-Ufer. Es wird eine Flutwelle kommen. Plötzlich steigt das Wasser. Das zeigt dieses einmalige Privatvideo. Das war so eine immense Fließgeschwindigkeit, hat man Angst. Los, geh hoch! Alles hat geschrien, was ist, ich muss sterben und weiß ich, alles solche Sachen. Wegen dieser Flutwelle ermittelt bald schon der Staatsanwalt. Sein Vorwurf? Herbeiführung einer Überschwemmung. Was war geschehen? Und kann so etwas wieder passieren? Das, was hier Görlitz überflutete, war mehr als die Macht der Natur. Echt, heute auf den Spuren einer Katastrophe. Görlitz am 7. August 2010. Seit Tagen fällt sintflutartiger Regen vom Himmel. Die Neiße steigt bedrohlich an. Am Oberlauf ist schon längst Land unter. Die Menschen in Görlitz sind alarmiert. Auch hier wird die Neiße über die Ufer treten. Es ist kurz vor 19 Uhr. Familie Zimmermann ist mit der Videokamera unterwegs. Ist hier alles überschwommen? Alles überschwommen. Sie filmen, wie das Hochwasser ankommt. Zuerst werden die tiefer gelegenen Wiesen rund um ihr Haus überflutet. So wie immer bei Starkregen und Hochwasser. Aber an diesem Tag soll alles viel schlimmer kommen. Zur gleichen Zeit im Landeshochwasserzentrum Dresden. Eine Katastrophe kündigt sich an. Und zwar genau um 18.50 Uhr. Uwe Höhne, Chef der Dienststelle, geht selbst ans Telefon. Am anderen Ende der Leitung der Hochwasserkrisenstab im sächsischen Innenministerium. Dieser meldet, 650.000 Liter Wasser pro Sekunde fließen auf Görlitz zu. Die Ursache? Noch ungeklärt. Zurück zu Familie Zimmermann. Alles schwimmt. Selbst die Straße. Keiner erkennt die Gefahr. Erst ist es nur dieses kleine Rinnsal, das über die Straße läuft. Oh nein! Das läuft alles rein! Lass mal die Hunde raus! Alles wird in Sicherheit gebracht. Erst die Hunde, dann die Autos. Los, hoch, Mike. In letzter Sekunde retten sich die Kinder ins Haus. Los, geh hoch! Es vergehen nur wenige Momente und über das Grundstück der Zimmermanns ergießt sich ein reißender Strom. Man läuft dann schon durchs Wasser und merkt, wie das immer stärker an den Beinen zieht. Und ich bin nun nicht gerade leicht und trotzdem hat man Angst, dass man weggeschwemmt wird, obwohl das Wasser, wie gesagt, 40, 50 Zentimeter hoch ist. Im Radio kommt laufend, es wird noch mehr kommen. Und die sind eigentlich viel zu spät mit der Meldung, weil die Flutwelle war da, um die Zeit schon da. Man kann diese Gefühlswelt nur nachempfinden, wenn man das selber erlebt. Es ist gespenstisch. Draußen die Fluten und drinnen sitzen die Menschen, eingeschlossen. Weil das Wasser stand bis hier hoch und wir natürlich dann schon irgendwann Angst gehabt haben, wenn jetzt irgendwie ein Baumstamm oder irgendwas mitgeschwemmt kommt, geht es in Scheibe rein, dann haben wir es schlagartig drin gehabt. Wo kommt diese gigantische Flutwelle her? Nur der Regen allein?
kann die nicht verursacht haben. Für Görlitz ist jetzt der Katastrophenfall ausgerufen. Es geht um Menschenleben. Hier an der Altstadtbrücke steht die große Flutwelle noch bevor. Der Oberbürgermeister selbst ist in seiner Stadt unterwegs, um die Görlitzer vor der Flutwelle zu warnen. Katastrophe, wenn ich das sehe, habe ich noch nie erlebt, was hier an Wasser ankommt. Wir müssen die Brücke räumen, sichern können wir sie nicht. Wir hoffen, dass sie hält. Alles andere später. Ich muss jetzt hierher abstammen. In der Nacht läuft die Evakuierung auf Hochtouren. Allein in der Stadt Görlitz müssen 400 Personen vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden. Es ist ein Rätsel. Nur die Macht der Natur kann hierfür nicht verantwortlich sein. Eine Flutwelle, die in nur 4 Stunden um ganze 4 Meter steigt. Diese Ufermauer wurde komplett überspült. Und viele Menschen können sich nur in letzter Sekunde retten. So auch Thomas Zimmermann und seine Familie. Die Zimmermanns sind nach oben in die erste Etage geflüchtet. Ihr Haus ist jetzt eine Insel im reißenden Strom. Aber wenn das immer mehr steigt und dann ist das, wenn das Wasser 40 cm hoch ist und man steht dann unter Wasser mit so einer Fließgeschwindigkeit, kriegt man Angst. Ich bin dann hier auch gestolpert, war kurz unter Wasser. Also wenn du irgendwo mit dem Kopf aufschlägst, bist du sofort ohnmächtig. Und gleich neben der Neiße hat es hier schon oft Hochwasser gegeben, aber noch nie ist das Wasser bis auf den Hof der Zimmermanns geflossen. Und schon gar nicht mit dieser gewaltigen Kraft. Man hat ja nie vermutet, dass es überhaupt so hoch kommen kann. Und dann ist auf einmal hier alles unter Wasser. Und du weißt ja nie, was wird. Da gehen ja 1000 Gedanken durch den Kopf von dem Hab und Gut. Was natürlich viel wichtiger ist, die Kinder waren alle da. Alles hoch, hält das Haus. Man weiß ja nicht, was kommt. Es vergehen nur wenige Minuten und das Wasser ist noch einmal um einen ganzen Meter gestiegen. Das war so eine immense Fließgeschwindigkeit, hat man Angst. Und wenn dann von meinem Bruder oder meine eigenen Kinder, die hatten Panik, das war doch klar. Alles hat geschrien, was ist, ich muss sterben und weiß ich, alles solche Sachen. Das hier ist mehr als ein Hochwasser nach einem schlimmen Unwetter. Was war die Ursache für diese Flutwelle? Der Blick geht nach Polen, denn gleich hinter der Grenze liegt ein riesiger Staudamm. 20 Kilometer südlich von Görlitz, gleich hinter der Neiße, liegt der Witka-Stausee. Der Staudamm an der Witka wurde 1962 vollendet. In der Mitte befindet sich die Anlage zur Hochwasserentlastung. Hinter dem Damm werden fast 5 Millionen Kubikmeter aufgestaut, um ein Braunkohlekraftwerk mit Wasser zu versorgen. Dieser Damm bereitet den Menschen in Görlitz einige Sorgen, denn nur der Mittelteil ist aus Beton. Der Rest ist aus einem Gemisch aus Sand, Kies und Tonerde aufgeschüttet. Ist solch ein Erdschüttdamm überhaupt stabil genug? Und dann auch noch das Baujahr. Fast 50 Jahre ist dieser Damm alt. Kann es sein, dass dieser Staudamm den Wassermassen in der Unwetternacht nicht standgehalten hat? Aber mal ehrlich, Staudämme brechen doch eigentlich nur in Hollywood-Filmen. Stolz und mächtig stehen sie in der Landschaft. Aber wenn es dann doch passiert, dann lösen Dammbrüche ein Inferno aus. Der 12. März 1928. Seit Tagen regnet es an der Westküste Kaliforniens. Doch hier am St. Francis-Staudamm sieht man das alles ganz entspannt. Denn der Damm ist erst 2 Jahre alt. Doch dann passiert es. Erste Risse. In der Nacht dann stürzt die Staumauer ein. Übrig bleibt nur dieses Stück Mauerwerk. Eine riesige Flutwelle reißt 550 Menschen in den Tod. Südfrankreich am 2. Dezember 1959. In der Nacht ist eine 3 Meter hohe Flutwelle durch das kleine Fréjus gerast. Die traurige Bilanz: 421 Tote. Noch heute stehen hier die Reste der einst stolzen Mauer.
Übrig geblieben sind nur noch ein paar Steinbrocken. Im Tal ein Bild der Verwüstung. Der 5. November 2015 im Südosten Brasiliens. Dammbruch des Abbaubeckens in einer Eisenerzmine. Danach bewegt sich eine giftige Schlammlawine 400 Kilometer weit auf den Atlantik zu. Mehr als 20 Menschen sterben. Zwei Ortschaften versinken in den Schlammmassen. Genauso wie das Naturparadies eines gesamten Flussdeltas. Zurück nach Görlitz im August 2010. Was war hier passiert? Was war die Ursache für diese gewaltige Flutwelle, die die Menschen in Görlitz überraschte? Ist es denkbar, dass dieser Staudamm hinter der Grenze gebrochen war? Ich bin jetzt hier am Wittgerstaudamm, hinter mir die Hochwasserentlastungsanlage. Im August 2010, liebe Zuschauer, drücken gewaltige Wassermassen gegen diese Tore. Der 7. August 2010. Es ist 14.15 Uhr und seit zwei Tagen regnet es ununterbrochen. Der Pegel des kleinen Flüsschens Wittgar steigt Minute um Minute. Der Wittgar-Stausee füllt sich ununterbrochen mit Wasser. 5 Millionen Kubikmeter Wasser drücken schon gegen diese Tore. Noch halten sie dicht. Doch der Druck wird immer größer. Es ist 15 Uhr. Der Zustrom des Wassers ist enorm angewachsen. 240 Kubikmeter fließen jetzt pro Sekunde in den Stausee. Der Talsperrenmeister lässt die Tore öffnen, um den Damm zu entlasten. Mit ungeheurer Kraft fließen jetzt Millionen Liter Wasser pro Minute aus dem Stausee ab. Aber kann das den Damm wirklich retten? Es ist 18 Uhr. Der Pegel im Stausee steigt unaufhaltsam. Und dann passiert, was nie passieren darf. Dieses einmalige Privatvideo zeigt die ganze Katastrophe. Der Damm wird von den Wassermassen auf seiner ganzen Länge überströmt. Jetzt können die Fluten alles mitreißen und zerstören. Ein kompletter Bootssteg, 50 Meter lang, wird über die Dammkrone gerissen. Die Flutwelle rast Richtung Görlitz nach dem Dammbruch. Als eine der ersten trifft es Familie Zimmermann. 5 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Wittgar-Stausee. Sie ergießen sich über die ganze Region. Wann hatten wir das mal, Papa? Das hat man noch gar nie. Das habe ich das erste Mal, dass so schlimm ist. Ich bin nie der Fachmann, aber ich kann nur eindeutig sagen, wenn der Staudamm nicht gebrochen wäre, hätten wir in Hangwerder nicht das Wasser gehabt. Der Tag danach, auf dem Grundstück der Zimmermanns. Das war mal unser Parkplatz. Alles verwüstet. Alles voller Matsch. Im Keller steht noch das Wasser. So hoch stand das Wasser her. Ich liege in der Höhle. Dann ist das Wasser lang geschossen. Der Blick nach Polen. Vom Wittgar-Staudamm ist kaum etwas übrig geblieben. Die letzten Reste des stolzen Bauwerks fallen in sich zusammen.
Den Bootssteg haben die Sturzfluten einige Kilometer weit ins Land getragen. Eine schreckliche Ansicht. Ein Stausee ohne Wasser. Aus diesen Bungalows mussten in letzter Minute 80 Gäste evakuiert werden. Radomierze, die polnische Ortschaft gleich hinter dem Staudamm, ist komplett zerstört. Es hat keinerlei Information gegeben. Erst kurz vor dem Wasser kamen Lautsprecherdurchsagen, dass wir fliehen sollten. Da konnten wir nichts mehr mitnehmen als Medizin und Dokumente. Gleich an der Neiße in Görlitz, an der sonst so idyllischen Obermühle, erinnert sich Susanne Daubner bis heute an den Tag, als die Flutwelle kam. Wir haben gelernt, mit den Eigenschaften und den Zuständen der Neiße so ein bisschen umzugehen, ein bisschen planmäßig umzugehen. Aber 2010 war das aber absolut nicht möglich. Und wir konnten uns nicht mehr darauf einstellen, weil das ein Ereignis war, was sofort kam. Ohne Vorwarnung. Hier haben die Menschen alles verloren. Auch auf der Zittauer Straße landunter. Katrin Thiele betreibt hier einen Kosmetiksalon. Damals sah es hier so aus. Wir haben nur eine Stunde ausgeräumt, dann war alles zu spät. Erstmal haben wir versucht zu gucken, ob noch irgendwas zu machen geht, aber es sah schon echt schlimm aus. Und man musste erstmal sehen, wie man finanziell wieder auf die Beine kommt. Trotz der gewaltigen Flutwelle gibt es in Görlitz keine Verletzten oder gar Tote. Die Sachschäden aber sind gewaltig. Das Hochwasser hinterlässt Schäden in Millionenhöhe. Schon wenige Tage nach der Katastrophe erstattet die Stadt Görlitz Strafanzeige. Gegen den Betreiber des Staudamms, den Chef des polnischen Kraftwerks Turow. Die Görlitzer Staatsanwaltschaft gibt den Fall an die polnischen Kollegen ab, wo ohnehin schon ermittelt wird. Im Juni 2012 wird das Verfahren eingestellt. Die Begründung: für dieses Unglück kann kein Mensch verantwortlich gemacht werden. Der Görlitzer Oberstaatsanwalt Sebastian Mathieu aber hat seine Zweifel. Hätte das Unglück nicht verhindert werden können? Was passierte am Abend der Katastrophe genau? Wer war verantwortlich? Was lief schief? Oberstaatsanwalt Mathieu nimmt das Verfahren in Görlitz wieder auf. Der Vorwurf laut Strafgesetzbuch: die Herbeiführung einer Überschwemmung. Wenn dieses Überschwemmen durch ein Verschulden begründet ist, dann ist es auch unter Strafe gestellt. Ganze 3 Jahre lang wird der Staatsanwalt ermitteln. Er will nachweisen, dass diese Katastrophe von Menschen gemacht war. Eine unglaubliche Detektivarbeit beginnt. Das erste Ergebnis der Ermittlungen ist eindeutig. Dieser Damm aus den 60er Jahren hatte keinen Konstruktionsfehler. Ein Erdschüttdamm, wie er überall auf der Welt gebaut wird. Die letzte Instandsetzung liegt erst 1 Jahr zurück. Jetzt konzentriert sich die Ursachenforschung auf diesen Teil des Staudamms, die Hochwasserentlastungsanlage. Wurde diese vom Staumeister richtig bedient? Die Ermittlungen ergeben, der Staumeister hat alles richtig gemacht. Zuerst hat er die Hochwasserentlastungsanlage computergesteuert öffnen lassen. Dann schickt er sogar noch Männer unter Lebensgefahr auf den Damm, um die Tore im Handbetrieb mit einer einfachen Kurbel bis zum Anschlag zu öffnen. Der Mitarbeiter, der das gemacht hat, ist aber von dem Damm runtergeholt worden, weil er drohte, dort mit weggeschwemmt zu werden. Die Zuflussmengen waren so gewaltig, dass die Überströmung nicht zu beherrschen war. Und selbst wenn der Staumeister die Tore schon früher geöffnet hätte, wäre die Katastrophe nicht zu verhindern gewesen.
So wird der verantwortliche Staumeister schlussendlich von Schuld freigesprochen. Er hat bei allem, was er entscheiden konnte, immer in Kauf nehmen müssen, dass Schäden entstehen werden. Und mit diesem geringen Verschulden haben wir das Verfahren eingestellt, nachdem uns das Gericht die entsprechende Zustimmung erteilt hat. Für diese Katastrophe konnte kein Mensch verantwortlich gemacht werden. Die Schuldfrage ist juristisch geklärt. Aber in Görlitz bleibt bis heute eine große Sorge. Bringt das nächste starke Unwetter womöglich den nächsten Staudammbruch? Die Macht der Natur hatte den Staudamm zum Einsturz gebracht. Das darf nie wieder passieren. Deshalb hat man den Staudamm wieder aufgebaut, gewaltiger und stabiler denn je. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Die Baustelle des neuen Staudamms. Aus der Luft wird klar, das hier ist kein einfacher Erdschüttdamm mehr. Hier wurde eine Menge Beton verbaut. Erst wenn man hier mal drin ist in dieser gewaltigen Anlage, dann wird einem bewusst, wie riesig sie wirklich ist. 250 Meter lang. Der neue Witka-Staudamm. Das Herzstück des alten Staudamms ist übernommen worden. Die alte Hochwasserentlastungsanlage. Sie hatte den Dammbruch heil überstanden. Das Stauvolumen ist gleich geblieben. Wenn dieser Stausee geflutet wird, finden hier 5 Millionen Kubikmeter Wasser Platz. Wirklich neu ist diese zusätzliche Hochwasserentlastungsanlage. Aus der Luft sehen diese drei Überlaufbecken gar nicht so groß aus. Wir von Echt dürfen hier mal rein. Und erst jetzt werden die Dimensionen der Anlage deutlich. Diese Wand ist 5 Meter hoch. Dahinter staut sich das Wasser. Im Katastrophenfall schwappt das Wasser hier rein und wird kontrolliert in diese Richtung abgeleitet. Aber wie sieht das konkret aus? Wie funktioniert dieser Damm im Katastrophenfall? So etwas kann nur ein Modellversuch zeigen. Im Rahmen der Planungen wurde in der Technischen Hochschule Breslau ein Modell im Maßstab von 1 zu 27 erstellt. Das sind Originalaufnahmen aus Breslau. Das maßstabsgetreue Modell wird geflutet, ein Hochwasser simuliert. Noch gewaltiger als das von 2010. Bei einem erneuten Katastrophenfall werden in Zukunft gleich 2 Entlastungsanlagen das Wasser abführen. Rechts die alte und links die neue, größere und noch viel leistungsfähigere Anlage. Zu dem Modellversuch haben wir auch deutsche Experten eingeladen. Und das Ergebnis war sehr positiv. Der Versuch hat bestätigt, dass wir in der Lage sind, mit dem neuen Bauwerk erheblich mehr Wasser abzuleiten, als das 2010 möglich war. Kubikmeter Wasser pro Sekunde. So viel konnte die Hochwasserentlastungsanlage des alten Staudamms abführen. Für die gigantische Flut von 2010 war das zu wenig. Damals strömten bis zu 1000 Kubikmeter pro Sekunde über den Damm. Deswegen ist die neue Anlage jetzt für die gewaltige Wassermenge von 1500 Kubikmeter pro Sekunde ausgelegt. Durch ihre spezielle Bauform ist diese Anlage selbst für ein Jahrtausendhochwasser gerüstet. Das heißt für ein Hochwasser, das rein statistisch nur alle 1000 Jahre vorkommt. Es ist die besondere Form der Überlaufbecken, die sie so leistungsfähig macht. Was ist das Geheimnis dieser Bauweise? Exklusiv für Echt hat die TU Dresden die Leistungsfähigkeit dieser Anlage getestet. Das neue Wasserlabor der TU Dresden. Hier ist man den Kräften und der Gewalt des Wassers auf der Spur. Der renommierte Wasserbauexperte Professor Jürgen Stamm ist hier der Chef. Eine seiner wichtigsten Aufgaben,
Er will Stauanlagen sicherer machen. Wenn eine Stauanlage, die nicht überströmbar konstruiert wurde, überströmt wird, dann muss man mit dem Totalversagen, sprich mit dem Kollaps der gesamten Anlage rechnen. Das darf nicht passieren. Doch am Wittkar-Staudamm passierte genau das. Der Damm wurde auf seiner ganzen Länge überströmt. Die Hochwasserentlastung konnte damals nicht so viel Wasser abführen, wie von oben zufloss. Zurück in der Wasserbauhalle der TU Dresden. Wie also kann man eine Hochwasserentlastung bauen, die möglichst viel Wasser abführt? Das ist hier die Frage. Exklusiv für Echt hat Professor Stamm einen Versuch aufbauen lassen. Dieses Wehr hat eine Länge von 80 cm, während dieses Wehr hier offensichtlich schon infolge der Krümmung länger wird. Wir liegen hier etwa bei 1,15 Meter. Dieses gefaltete Wehr hat, wenn wir es auseinanderziehen, fast eine Länge von 2 Metern. Die Länge der Überlaufkante bestimmt die Höhe des Wasserspiegels im Stausee. Das Experiment soll zeigen, je länger die Kante, desto mehr Wasser kann abfließen, ohne dass der Staudamm überströmt wird. Der Versuch beginnt. Die erste Variante einer Überlaufkante wird eingebaut. Die gerade Wand. Wir werden jetzt hier den Versuchsstand mit 20 Liter pro Sekunde fluten. Und go! Bei der geraden, also kürzesten Kante, staut sich das Wasser besonders hoch. Bei der gebogenen Kante sieht es schon besser aus. Hier ist die Abflusshöhe niedriger. Zum Vergleich hier die gerade Kante. Das Wasser steht deutlich höher. Wir sehen jetzt, dass diese Überlaufkante hier im Vergleich zu der kurzen Kante deutlich größer ist. Und infolgedessen kann das Wasser über einen deutlich längeren Überfall über dieses Bauwerk hinwegströmen. Und wir erkennen das, dass diese größere Länge dazu führt, dass der Wasserspiegel hier im Oberwasser niedriger ist. Genauso, wie wir es erwartet haben. Und jetzt die dritte und letzte Variante. Die Bauweise wie am neuen Wittkar-Staudamm. Das Experiment zeigt, bei der gleichen Wassermenge ist die Stauhöhe am niedrigsten. Hier kann das Wasser also am besten abfließen. Wir haben hiermit zeigen können, dass diese geknickte Bauweise dazu führt, dass die Hochwasserentlastungsanlage am leistungsfähigsten ist und damit auch große Abflüsse abgeführt werden, ohne dass die gesamte Stauanlage überströmt wird. Hier nochmal der Vergleich. Bei der geraden und kürzeren Kante steht das Wasser beim Überlauf viel höher als bei der langen, geknickten Kante. Hier wird das Wasser deutlich weniger angestaut. Im Katastrophenfall wird hier am neuen Wittkar-Staudamm der Wasserspiegel möglichst niedrig gehalten. Er ist also sicherer denn je. Dafür sorgt die neue Hochwasserentlastungsanlage. Hier also hat man alles richtig gemacht. Hier am Wittkar-Staudamm werden insgesamt 15 Millionen Euro verbaut. In gut 2 Monaten soll das Projekt fertig werden. Dann, ab 2017, soll dieser Staudamm Görlitz vor dem nächsten großen Hochwasser beschützen. Liebe Zuschauer, das war Echt für heute. Mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie natürlich rund um die Uhr auf unserer Homepage. Und wir sehen uns in 14 Tagen wieder bei Echt. Bis dahin, ciao. Vor 26 Jahren begann im Osten der größte Umverteilungsprozess im Nachkriegseuropa. Nicht nur volkseigene Betriebe standen zum Verkauf, privatisiert wurden auch Seen, Wälder und einstige Ferienorte. Zeit, Bilanz zu ziehen. Wem gehört der Osten, die Heimat? Gleich nach MDR aktuell.